Servus ihr Lieben, Patrick hier und in diesem Video geht es um die höhere Bewusstseinsebene und wieso das dein gesamtes, wirklich dein gesamtes Leben verändern wird. Viel Spaß damit. Servus ihr Lieben, Patrick hier und ich melde mich heute mal wieder mit dem Thema der Bewusstseinsebenen und die zwei Welten, die damit einhergehen. Für viele ist es immer noch wenig greifbar, wenn ich spreche von zwei Welten, weil wenn wir an die Welt denken, denken wir immer an den blauen Planeten und die Erde, auf der wir leben. Die andere Welt, von der ich spreche, bei den zwei Welten, ist unser Kopf. Denn das eine ist in Anführungsstrichen die objektive Realität, so wie sie ist, das andere jedoch, wie wir diese interpretieren. Und Marie von Ebner-Eschenbach hat schon gesagt, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Shakespeare beispielsweise hat gesagt, nichts ist wirklich gut oder schlecht, erst das Denken macht es dazu. Aber warum erzähle ich euch das und warum denke ich, dass das so unglaublich wichtig ist, die Bewusstseinsebenen herauf oder empor zu klettern? Der Hintergrund ist folgender. Wenn wir uns auf einer niedrigen Bewusstseinsebene befinden, dann sind wir in der Regel reaktiv. Wenn wir auf all das, was hier draußen passiert, jemand beleidigt uns, jemand nimmt uns die Vorfahrt, wir werden gekündigt, wir sind arbeitslos, wir haben kein Geld, unsere Partnerin macht Schluss, etc. Wenn wir auf all das, was hier im Außen passiert, reagieren sofort, dann sind wir reaktiv und das heißt, unser Leben ist faktisch willkürlich. Denn was hier draußen passiert, können wir nicht wirklich immer entscheiden. Das können wir nicht wirklich immer in der Hand haben und immer verändern. Denn beispielsweise Unfälle. Das Krankenhaus ist voll mit Menschen, die glauben, dass ihnen nichts passieren wird. Das heißt aber nicht, dass das so ist. Es kann immer irgendwas passieren in irgendwelchen Bereichen des Lebens, was nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht hätten. Befinden wir uns jetzt auf einer niedrigen Bewusstseinsebene, dann sind wir mehr oder weniger mechanisch. Wir leben in einer illusionären Welt, denn wir leben in der mechanischen Welt. Wir leben in der physischen Welt. Und wenn wir in die... Ich versuche es anders zu erklären. Diese Welt ist unser Kopf, diese Welt ist die äußere Realität oder der Makrokosmos. Und das sind zwei komplett verschiedene Welten. Denn unabhängig davon, ob hier die Umstände am besten sind überhaupt, du hast viel Geld, du hast viel Erfolg beim anderen Geschlecht, du hast viel Glück und viel Gesundheit. Es gibt einige Menschen, die all das haben und trotzdem depressiv sind, Suizid begehen oder ähnliches. Es gibt auch Menschen, die hier in der äußeren Welt nichts hatten oder nichts haben und hier erfüllt sind, glücklich sind, zufrieden sind. Deshalb ist es so elementar zu verstehen, was ich meine mit den zwei Welten oder was man im Allgemeinen meint mit diesen zwei Welten. Lebst du jetzt überwiegend in der mechanischen Welt, in der physischen Welt, in der äußeren Welt, in dem Makrokosmos oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann heißt das, dass du denkst, dass hier passiert etwas und das ist dein Schicksal und entweder ist es furchtbar, was passiert, oder ist es nicht furchtbar, was passiert, sondern gut. Und diese Bewertungen finden aber nicht in der äußeren Welt statt, sondern hier. Wenn ich jetzt beispielsweise rausgehe und Menschen höre, dass sie sich beklagen über das Wetter und sagen, das Wetter ist so furchtbar und so weiter. Das Wetter ist nicht furchtbar, das Wetter ist auch nicht schlecht. Das Wetter ist, wie es ist. Es ist entweder regnet oder die Sonne scheint und ob es gut ist oder schlecht, das passiert hier. Wenn es regnet, können wir uns auch freuen, dass die Bäume und die Blumen, die Pflanzen Wasser bekommen, dass die Luft eventuell reiner wird und so weiter. Und wir hätten ganz andere Emotionen, als wenn wir denken, scheiße, ich kann nicht im T-Shirt rausgehen, das Wetter ist schlecht. So, und davon ausgehend verändert sich emotional
Und von unserem Hormonhaushalt alles. Wenn wir denken, dass das, was passiert, gut ist, fühlen wir uns gut. Wenn wir denken, dass was auch immer da passiert, schlecht ist, dann fühlen wir uns schlecht. Und diese Bewertungen, was gut und was schlecht ist, die kommen überwiegend durch die soziale Konditionierung, durch die Erziehung, durch die Schule, durch Religion, durch Politik und so weiter. Die Religion sagt, das ist Himmel, das ist Hölle. Die Eltern sagen, das ist gut, das ist schlecht. Die Schule sagt, so ist es richtig, so ist es falsch. Und all das nehmen wir mit und werden selbstverständlich zu einem Menschen, der die äußere Welt bewertet, der die äußere Welt benennt, der sagt, okay, jetzt passiert das, also muss ich mich ja so fühlen. Das ist ja vollkommen normal, weil alle denken, dass das schlecht ist. Das ist schlecht. Wenn du es schaffst, die Bewusstseinsebenen emporzuklettern und bewusster zu werden, dann wirst du feststellen, dass sich zwischen dem, was hier passiert, und zwischen dem, wie du reagierst, eine immer größere Lücke entwickelt. Und das ist der Punkt, der jedes Leben, wirklich jedes Leben, von Grund auf verändern kann. Ich möchte dir hier kurz erklären, wieso. Wenn hier irgendwas passiert, ich habe vorhin schon einige Beispiele genannt, und du reagierst, weil du keinen Raum hast zwischen dem, was hier passiert, und dem, wie du so agierst, dann wirst du dein Leben lang in dieselben Situationen kommen. Du gehst pleite, du verlierst deinen Job, irgendetwas in der Richtung passiert. Jetzt könntest du ausrasten, du könntest traurig sein, du könntest depressiv werden. Gut, depressiv ist was anderes, aber du könntest dir Sorgen machen, du könntest dir Ängste machen und so weiter. Und was viele machen, sie unterhalten sich dann mit Gleichgesinnten und die bestätigen sie natürlich in ihrem Leid. Das heißt, diese sagen dann, oh ja, es ist wirklich komplett furchtbar und hör dir erstmal meine Geschichte an, die ist noch viel schlimmer. Und dann kommt die schlimmere Geschichte und dann ergänzt man sich quasi noch in seinem Leid und bestätigt sich in der Geschichte, die man sich selbst erzählt. Denn die Welt ist, wie sie ist, weder gut noch schlecht. Eventuell stellt sich raus, dass die Kündigung deinerseits das Beste ist, was dir hätte passieren können. Eventuell stellt es sich erst in einigen Jahren raus. Aber Fakt ist, weder Ängste noch Sorgen noch Negativität bringt dich in irgendeiner Stelle weiter. Und wenn wir jetzt bewusster werden, wenn wir die Bewusstseinsebenen emporklettern, dann haben wir einen exakten großen Vorteil. Und zwar, indem wir die Lücke vergrößern zwischen den Dingen, die hier passieren und so, wie wir reagieren, haben wir das Zepter in der Hand. Das heißt, wir leben nicht mehr in der mechanischen Welt, wo Sachen passieren und wir reagieren halt, sondern wir leben in der spirituellen Welt. Wir leben proaktiv. Wir werden zum Schöpfer, der die äußere Realität erschafft. Denn wenn hier irgendwas passiert, und ich bin nicht mechanisch und reagiere einfach darauf und mir geht es scheiße. Und natürlich geht es mir scheiße, weil ich wurde gerade gekündigt, verlassen oder sonst was. Sondern wir überlegen, okay, das ist jetzt die Situation. Ich weiß nicht, was sie mir bringen wird. Ich weiß nicht, warum darauf. Aber es wird richtig sein und es ist so, wie es ist. In dem Moment sind wir mental gesehen, wir sind in unserem Mikrokosmos komplett gesettelt. Wir haben keine Negativität, wir haben keine schlechten Gefühle, Ängste, Sorgen oder ähnliches aufgrund der Sachen, die hier im Außen passieren. Und das ist der Step, der dazu führt, dass unser Leben eben nicht mehr willkürlich ist, nicht mehr nach Belieben hoch und runter geht, weil so funktioniert das Leben. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Licht, es gibt Schatten, sondern dass wir zum Schöpfer werden für das, was da draußen passiert, weil wir als Menschen den Sachen, die hier draußen passieren, die Bedeutung überhaupt erst geben. Und das ist das, womit alles steht und fällt. Ich werde in den nächsten Monaten immer mal wieder Videos machen zu genau diesem Thema, weil in den letzten Jahren habe ich in so vielen verschiedenen Aspekten reingelesen und bin da in die Tiefe eingestiegen. Aber dieses Thema ist, glaube ich, auch für die Menschen im Kollektiv eine der wichtigsten Erfahrungsstufen, die es überhaupt gibt.
Wenn es darum geht, aus seinem Leid rauszukommen, präsenter zu werden, bewusster zu werden, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und das Leben zu leben, was man selbst leben möchte und nicht das Leben zu leben, was halt auf einen zukommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass unbedingt einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und mach dir noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Patrick, adios.